Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video gibt es von mir 5 Tipps zum Thema Bartwuchs beschleunigen. Wenn du jetzt gerade ein Handy in der Hand hast oder vom Laptop sitzt und dieses Video schaust und irgendwie kein Bart im Gesicht hast, ja, aber unbedingt Bart haben möchtest, ja, dann pass jetzt ganz genau auf. In diesem Video gebe ich nämlich nicht nur Tipps zum Thema Bartwuchs beschleunigen bzw. wie du deinen Bartwuchs anregen kannst, sondern sage auch, wie du noch nicht vorhandene Barthaare zum Leben erweckst. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört, noch nicht vorhandene Barthaare zum Leben erwecken. Also, wenn du da draußen mehr Bart haben möchtest, ja, dann solltest du jetzt ganz genau aufpassen. Tipp Nummer 1, Geduld haben. Leute, ich weiß, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, Alter, der haut so ein Intro raus, ja, und jetzt kommt er mir mit so einem dummen Spruch um die Ecke und sagt, ich soll Geduld haben. Ich bin selber ein unfassbar ungeduldiger Mensch, ja. Wenn ich irgendwas haben will, will ich es am liebsten direkt haben. Aber Leute, gerade im Hinblick auf die nächsten Tipps, die danach gleich kommen, ja, ist Geduld wirklich unfassbar wichtig. Ich bekomme nämlich so viele E-Mails von 15-Jährigen, 16-Jährigen, die mich fragen, so Daniel, ich will unbedingt Bart haben, wie kann ich Bart bekommen? Und da kann ich einfach nur sagen, ihr müsst ein wenig Geduld haben, Leute. Ich stand damals auch in der Fußballkabine, ja, in der Dusche neben Erkan, kein Haar am Sack und Erkan sah aus wie ein Gorilla, voll Behaarung am ganzen Körper, ja. Da habe ich mich auch ein bisschen komisch gefühlt. Aber Leute, die südländischen Kollegen haben es einfach ein bisschen besser, ja. Ist nun mal so, aber mittlerweile stehe ich Erkan in nichts mehr nach. Ja, was das Thema Bartwuchs angeht. Von daher, Leute, gerade wenn ihr 15, 16 seid, seid ein wenig geduldig und auch im Hinblick auf die nächsten Tipps, die jetzt gleich kommen. Kommen wir zum Tipp Nummer 2 und zwar zum Bartroller. Was zur Hölle ist denn ein Bartroller? Ein Bartroller ist dieses kleine, aber sehr feine Teil hier. So ein Bartroller ist ein ganz feiner Roller mit kleinen Titannädelchen, mit dem man sich über sein Gesicht bzw. über seinen Bart rollt. Und du rollst mit diesem Bartroller durch dein Gesicht, ja, diagonal, hoch, runter, links, rechts und genau dort, wo halt am Ende des Tages Bart entstehen soll bzw. dein Bartwachstum gefördert werden soll bzw. angeregt werden soll. Und jetzt kommt eine berechtigte Frage natürlich, funktioniert das überhaupt? Und dazu gibt es eine Studie aus dem Jahr 2009. Und diese klinische Studie aus dem Jahr 2009 belegt, dass der Bart dadurch schneller wächst als gewöhnlich, die Barthaare dicker werden, sich neue Barthaare entwickeln und sich dein Bart natürlich am Ende des Tages auch stärker und voller anfühlt. Aber wie zur Hölle kann das überhaupt sein? Leute, diese Methode, also mit diesen kleinen feinen Nägelchen, das kommt aus der Dermatologie und heißt Microneedling. Und während ihr euch mit dem Bartroller durchs Gesicht rollt, entstehen so kleine, aber feine Mikroverletzungen auf der Haut. Und wenn sich die Haut dann wieder regeneriert, also dieser Heilungsprozess einsetzt, dann wird Kollagen ausgestoßen. Und dieses Kollagen ist nachher für dein Bartwachstum verantwortlich, beziehungsweise regt dein Bartwachstum an. Wenn man es einmal verstanden hat, ist es eigentlich easy, ja? Und wichtig dabei ist, dass ihr den richtigen Roller habt. In der Dermatologie gibt es halt viele verschiedene Roller mit vielen verschiedenen Größen, heißt mit 0,5 mm, 2 mm, 1 mm, 1,5 mm. Wichtig ist, dass ihr diesen richtigen Roller mit 0,5 mm habt. Falls ihr euch für so einen Bartroller interessiert, den Link zum passenden Bartroller mit der richtigen Größe findet ihr in der Infobox. Tipp Nummer 3, benutzt Minoxidil. Leute, es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Minoxidil Haare entstehen lässt, wo noch gar keine Haare sind, beziehungsweise das Haarwachstum sehr stark fördert. Und genau zu diesem Thema Minoxidil habe ich ein Experteninterview geführt mit einem YouTuber namens Simon Wackerle. Der Simon testet seit über 3 Jahren verschiedenste Minoxidil-Produkte bzw. Produkte, wo Minoxidil drin enthalten ist und hat mir wirklich ausführliche Informationen geliefert. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Simon, der sich die Zeit genommen hat und mir wirklich super viel Input gegeben hat zu dem Thema. Und der Simon hat mir gesagt, laut seinem Experiment, ja, er macht das Ganze seit über 3 Jahren, hat folgendes Produkt am besten gewirkt, und zwar der Schaum von Regain. Dort ist ein 5%iger Minoxidil-Anteil enthalten in diesem Schaum. Und der Simon hat mir gesagt, dass dieses Produkt von Regain für ihn am besten funktioniert hat. Es gibt natürlich auch noch unzählige andere Produkte, in denen Minoxidil enthalten ist, aber bei diesem Produkt hat Simon gesagt, das war echt gut. Tipp Nummer 4, Nahrungsergänzungsmittel wie zum Beispiel Biotin. Leute, wenn ihr es jetzt richtig wissen wollt und die anderen Tipps, die ich schon erwähnt habe, schon befolgt, ja, dann könnt ihr zusätzlich ergänzend noch Nahrungsergänzungsmittel nehmen, wie zum Beispiel Biotin. Biotin ist nicht nur gut für dein Bartwachstum oder dein Haarwachstum generell, sondern ist auch gut für deine Haut und gut für deine Nägel, also für deine Fingernägel. Und für Biotin-Tabletten gibt es wirklich unzählige Anbieter im Internet. Kannst einfach mal schauen, welche Tabletten für dich am besten passen. Wichtig an dieser Stelle ist noch, dass alle Tipps, die ich vorgestellt habe, ja, unterschiedliche Wirkungen haben, weil wir Menschen sind ja alle unterschiedlich, ja, wir sind alle individuell. Bei dem einen wirkt das vielleicht besser, bei dem anderen wirkt das vielleicht besser. Ihr müsst einfach mal selber ausprobieren, was für euch wirkt. Ja? Recherchiert auch selber mal,
was es für Nebenwirkungen gibt, wenn ihr solche Sachen zu euch nehmt und probiert es einfach aus, ja? Ganz einfach, ich bin immer so ein Typ, Try and Error, also probiert es aus, schaut, was für euch am besten ist. Links zu den ganzen Produkten findet ihr in der Infobox. Kommen wir zum Tipp Nummer 5 und zwar zur Barttransplantation. Ja Leute, ihr habt richtig gehört, eine Barttransplantation. Wenn du jetzt keine 15 oder 16 mehr bist, ja, sondern tatsächlich schon Mitte, Ende 20 bist und die Tipps, die ich dir eben vorgestellt habe, nichts gebracht haben, was ich mir nicht vorstellen kann, ja, aber wenn du dann wirklich sagst so, die Tipps haben vielleicht was gebracht und ich habe jetzt auch Bart, aber ich will noch mehr Bart haben, ja, dann kannst du dir heutzutage tatsächlich Bart transplantieren lassen. Ich war ja vor kurzem in Istanbul und habe eine Haartransplantation begleitet und falls du das Video noch nicht gesehen hast, checkst du hier oben gerne mal aus und bei dieser Haartransplantation habe ich einen Typen getroffen, der gerade frisch von seiner Barttransplantation gekommen ist. Und ich schaue da so hin, so, also ich habe so richtig hingestarrt, weil ich habe gesagt so, Alter, was hat der da im Gesicht, ja? Und dann meinte ich so zu ihm so, hey, sorry, wenn ich jetzt dich so dumm anstarre, aber darf ich mir das mal anschauen? Und er meinte so, ja, ja, kein Problem, schau es dir ruhig an. Und habe ich mir das angeschaut und habe mir seine frisch transplantierten Barthaare mal ganz genau angesehen. Und dann habe ich auch ein bisschen recherchiert und habe mir das mal ganz mal angeschaut. Und mit einer Barttransplantation kannst du heutzutage wirklich super krasse Ergebnisse erzielen. Und an dieser Stelle kann ich auch meinen Partner Elitair empfehlen, mit dem wir bei der Haartransplantation in Istanbul waren. Die sind nämlich absolute Experten, wenn es um das Thema Transplantation geht. Egal, ob es jetzt Haartransplantation oder Barttransplantation sind. Und falls ihr euch für so eine Barttransplantation interessieren solltet, checkt einfach mal die Seite von Elitair aus. So Leute, jetzt noch eine Frage an euch da draußen. Wenn ihr möchtet, dass ich auch mal so ein ausführliches Experiment zum Thema Bartwuchsbeschleunigen mache mit Minoxidil und Bartroller und allem drum und dran, ja, dann einfach mal Hashtag Bartwuchs in die Kommentare rein. Und sagen wir mal, wenn wir so 100 Hashtags haben, Bartwuchs, ja, dann probiere ich das einfach mal aus und werde ausführlich auf meinem YouTube-Channel darüber berichten. Kommen wir zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Nikos Klauk. Nikos, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du da draußen auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann einfach Hashtag Shoutout in die Kommentare rein oder sende mir eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone. Die Nummer findest du wie immer auch in der Infobox. Und wenn du da draußen jemanden kennst, der unbedingt Bart haben möchte und keinen Bart hat, dann teile gerne das Video mit ihm auf Facebook, auf Instagram, auf WhatsApp, wo auch immer. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ich mit meinen Videos euch da draußen ein wenig weiterhelfen kann. Also Leute, ich freue mich über eure Daumen, ich freue mich über eure Kommentare, wünsche euch noch einen wundervollen Tag, haut rein, macht's gut. Peace out.